Die öffentliche Hand in Europa kauft jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von 2 Billionen Euro ein. Diese Gelder werden für Straßenbau, Gesundheit, Bildung und andere Aufgaben der öffentlichen Verwaltung benötigt. Aber wer stellt diese Güter her? Und unter welchen Umständen? Diese Arbeitsweste zum Beispiel. Wer hat sie genäht? Wo wurde der Stoff hergestellt? Und wer hat die Baumwolle geerntet? Entlang der gesamten Lieferkette kommt es leider vielfach zu Verstößen gegen grundlegende Menschen- und Arbeitsrechte. Dazu gehören Kinderarbeit, extreme Arbeitszeiten, sehr niedrige Löhne und gefährliche Arbeitsbedingungen ohne Schutzvorrichtungen. Um solche Missstände zu verhindern, ist es notwendig, soziale Standards und fairen Handel einzufordern. Als Minimalanforderung hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO 8 Kernarbeitsnormen formuliert. Diese Normen verbieten Kinderarbeit und Zwangsarbeit und verlangen, dass Arbeiter nicht, zum Beispiel aufgrund von Geschlecht, Rasse oder Religion, diskriminiert werden. Außerdem müssen sie das Recht haben, Gewerkschaften zu bilden. Viele Behörden in ganz Europa haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, von ihren Zulieferern die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zu verlangen. El volum de compra de les administracions públiques és gairebé un 20% del PIB europeu. Per tant, les administracions públiques tenen la força suficient per impulsar un canvi, tenir una influència sobre el mercat. Nur durch das immer wieder gleichwohl wiederholende erziehen wir eigentlich den Markt und der wird unseren Bedingungen immer gerechter werden und somit werden wir allen anderen, nämlich der Verantwortung allen Menschen gegenüber in der Beschaffungskette auch gerecht. Soziale Standards einzufordern ist ein erster Schritt, um das Leben von vielen Tausenden von Arbeitern weltweit zu verbessern. Aber wie kann die öffentliche Hand überprüfen, dass diese Standards auch wirklich eingehalten werden? Barcelona ist mit 1,6 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Spaniens und ist zugleich die Hauptstadt Kataloniens. Die Stadtverwaltung war eine der ersten in Spanien, die soziale Kriterien in ihre Ausschreibungen aufnahm. Les clàusules de responsabilitat social es van incloure en el concurs de vestuari laboral dels 800 treballadors de parcs i jardins, que són els jardiners. Barcelona verwendet eine sogenannte abgestufte Bietererklärung. Bieter haben drei Optionen, die Einhaltung sozialer Standards nachzuweisen. Erstens können sie einen Nachweis vorlegen, dass sie durch eine Multi-Stakeholder-Initiative oder ein anerkanntes Label zertifiziert sind. Barcelona zum Beispiel akzeptiert für Textilien das Zertifikat SA 8000 oder die Mitgliedschaft in der Fairwear Foundation. Wenn die Bieter keines von beiden haben, können Sie ein alternatives Zertifikat oder Label vorlegen. Allerdings müssen Sie nachweisen, dass dieses den Labels oder Zertifikaten entspricht, die die Verwaltung vorschreibt. Als dritte Option können die Bieter eine unabhängige Firma beauftragen, ein externes Audit durchzuführen. Diese besucht die Produktionsstätten und prüft, ob entlang der Lieferkette gegen Arbeitsrechte verstoßen wird. Ein intensiver Marktdialog ist Teil des Ausschreibungsverfahrens. Es va considerar important informar el mercat per una qüestió molt pràctica, és a dir, per no quedar-se sense subministre. Si imposem una certificació sense pactar amb el mercat uns temps d'adaptació, senzillament ningú podria complir aquestes normes. Actualment, la bona pràctica existent a l'Ajuntament de Barcelona amb la introducció de criteris socials per la compra de vestuari de parcs i jardins es vol estendre també a altres departaments de l'Ajuntament que adquireixen vestuari de treball. Die abgestufte Bietererklärung, wie sie in Barcelona angewandt wird, ist besonders geeignet für Produktgruppen, für die es Labels oder Zertifikate bereits gibt. Aber was tun, wenn es für das Produkt, das Sie kaufen möchten, keine geeigneten Labels gibt? Bremen ist das kleinste deutsche Bundesland mit etwa 660.000 Einwohnern.
Sozialverantwortliche öffentliche Beschaffung steht seit 2008 auf der Agenda und eine Reihe von erfolgreichen Ausschreibungen wurde bereits durchgeführt. Im Mai 2012 integrierte man die ILO-Kernarbeitsnormen erstmals in eine Ausschreibung für Leasingfahrzeuge. Weil wir wissen, dass es noch kein Fahrzeug auf der Welt gibt, das unter Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt worden ist. Ein ähnliches Problem gibt es bei Computern und vermutlich allen technischen Geräten. Haben wir nur verlangt, ein Bemühen, diese Normen einzuhalten. Wie Barcelona benutzt auch Bremen eine abgestufte Bietererklärung. Die ersten beiden Optionen sind gleich. Der Bieter kann entweder eines der gelisteten Labels oder Zertifikate vorlegen oder aber ein gleichwertiges. Nur wenn das nicht möglich ist, weil es für das gewünschte Produkt keine Labels oder Zertifikate gibt, kommt eine dritte Option ins Spiel. Der Bieter unterschreibt eine qualifizierte Eigenerklärung, in der er sich verpflichtet, sich zu bemühen, die ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten, indem er sogenannte zielführende Maßnahmen durchführt. Zum Beispiel, das Management soll Trainings für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei den Zuliefererbetrieben zu deren Arbeitsrechten, insbesondere zu deren gewerkschaftlichen und Betriebsratsgründungsrechten durchführen. Den Arbeitern vor Ort sollen die Arbeitsgesetze ausgehändigt werden oder es soll dann, wenn es keinen Betriebsrat gibt, zumindest ein Beschwerdesystem in diesem Unternehmen eingesetzt werden. Als Nachweis dafür, dass er eine festgelegte Anzahl zielführender Maßnahmen ergriffen hat, muss der Bieter nach einem Jahr einen Bericht vorlegen. Tut er das nicht, können Vertragsstrafen verhängt werden. Durch meinen Dialog mit den hier in Bremen ansässigen Lieferanten und aber auch mit einigen Herstellern habe ich einfach mitbekommen, dass viele Angst haben, sich überhaupt auf solche Ausschreibungen zu bewerben. Man kann dort Ängste nehmen, wenn man tatsächlich im Dialog geht und sagt, wir fordern hier bestimmte Berichte. Wir sind gewillt, mit euch gemeinschaftlich die zu erstellen und wir lassen euch nicht im Regen stehen. Bremen ist der Ansicht, dass Dialog und strenge Kontrollmechanismen kombiniert werden sollten, um den Markt zum Umdenken zu bewegen. Wir haben uns entschieden, anders als andere Bundesländer, nicht nur mit einer einfachen Bietererklärung zu arbeiten, sondern mit einer sogenannten qualifizierten. Die einfache Erklärung öffnet Missbrauch Tür und Tor und lädt zum Lügen ein, macht es der Verwaltung zwar leichter, verspricht aber auch weniger Erfolg. Die niederländische Regierung hat seit 2005 ambitionierte Ziele für die Nachhaltigkeit ihrer Beschaffung. Anfangs lag der Schwerpunkt auf Umweltkriterien, doch 2011 wurden zusätzliche Ziele für soziale Standards eingeführt. Seither müssen alle Firmen, die die öffentliche Hand beliefern, auch die ILO-Kernarbeitsnormen einhalten. Ein belangrijk element van dit systeem sociale voorwaarden is de openbaarheid. En daarvoor gebruikt de overheid de rapportage. Dus de leverancier die de opdracht heeft gekregen, die moet na een jaar laten zien wat hij gedaan heeft om die sociale normen te implementeren. Die Lieferanten sind verpflichtet, eine Risikoanalyse ihrer Lieferkette durchzuführen. Ihr Bericht muss aufzeigen, welche Risiken identifiziert wurden und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um diesen Risiken zu begegnen. Es ist vertraglich festgelegt, dass der Bericht anschließend im Internet veröffentlicht wird. Das soll Außenstehenden wie NROs oder den Medien die Möglichkeit eröffnen, die Informationen zu überprüfen. Die Einkäufer müssen lediglich prüfen, ob der Bericht veröffentlicht wurde und Minimalkriterien erfüllt. En vanuit NGO's is wel de kritiek geëist naar jullie leggen een hele grote verantwoordelijkheid bij ons neer. Zonder dat daar iets tegenover staat. NGO's kunnen niet alles controleren, ze zijn natuurlijk allemaal beperkt in hun middelen. Die niederländischen Behörden halten das Berichtswesen allerdings für einen wichtigen ersten Schritt, der in Zukunft durch weitere Maßnahmen ergänzt werden kann. Sie weisen darauf hin, dass Transparenz auch ohne die Kontrolle durch NROs positive Auswirkungen hat. Denn kein angesehenes Unternehmen kann es sich erlauben, falsche Informationen zu veröffentlichen. Ich selbst denke, Transparenz ist echt ein
ja, een randvoorwaarde is tot verduurzaming. Schweden besteht aus 21 Bezirken, deren Hauptaufgabe das Gesundheitswesen ist. Seit 2010 arbeiten sie im Bereich der sozialverantwortlichen öffentlichen Beschaffung eng zusammen. The county council procure all the equipment that is necessary for the hospitals, which includes obviously everything from IT to dressings to textiles, surgical equipment etc. Die Bezirke haben sich auf einen gemeinsamen Verhaltenskodex geeinigt, den alle Bieter unterschreiben müssen. Unter anderem enthält er die ILO-Kernarbeitsnormen. Die Besonderheit des schwedischen Modells ist, dass es ein standardisiertes Verfahren zur Nachkontrolle gibt. Within 6 months after the contract has been signed, we will send out a questionnaire with 11 questions to our suppliers, following up on the code of conduct. And these questionnaires consist of, have you done a risk analysis? Do you have your own code of conduct? Do you have a person appointed at management level responsible for social responsibility? When we get the questionnaires back, we will do the risk analysis. If there is a low-risk supplier, obviously we will get back to the supplier and say everything is fine. If there's a high-risk supplier, we will then get back to the supplier and ask for additional information, either in a meeting or in mail contact. Wenn nach diesen Gesprächen immer noch Zweifel an den Produktionsbedingungen bestehen, können die Bezirke beschließen, ein externes Audit durchzuführen. In 2011, we did approximately follow-ups on 40 suppliers in different areas, surgical instruments, textiles, etc. We also decided to go on and to do 2 audits at 2 suppliers' production sites. I think the important thing here is that we're doing this all together. The 21 county councils are working together, which is much more cost effective. We get more for the tax money by doing this, making the same demands, we're doing the follow-up together, we share the information. Barcelona, Bremen, die Niederlande und die schwedischen Bezirke nutzen unterschiedliche Verfahren, um die Einhaltung sozialer Standards in ihrer Beschaffung zu überprüfen. Ziel ist es, die Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter entlang der Lieferkette zu verbessern. Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse werden nicht über Nacht verschwinden. Aber indem die öffentliche Hand soziale Standards setzt und deren Einhaltung kontrolliert, kann sie ihre Marktmacht einsetzen, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Wir können ja nicht heute sagen, wir machen es nicht, weil wir in 20 Jahren immer noch nicht so weit sind. In 20 Jahren fragen wir uns dann, warum sind wir es nicht angegangen? Dann wären wir schon ein Stück weiter.